Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Diejenigen unter Ihnen, die daueroptimistisch sind für die Aktienmärkte, die werden jetzt sagen: Fugmann, das nervt doch, jetzt kommst du wieder mit deiner Bärenmarkt-Rallye. Lass uns doch erstmal die Rallye genießen. Ja, da ist vielleicht was dran, aber ich möchte in meiner jugendlichen Naivität jetzt mal den Beleg erbringen oder die Wahrscheinlichkeit klar machen, dass wir es nach wie vor mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun haben. Das steht für mich persönlich außer Frage. Es ist also kein neuer Bullenmarkt, sondern eine Bärenmarkt-Rallye. Und die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wie weit geht diese Bärenmarkt-Rallye? Denn ohne Zweifel, es ist die bisher impulsivste des Jahres 2022. Also seit eigentlich der Bärenmarkt mit der hawkischen Wende, mit dem monetären Klimawandel begonnen hat. Und das Problem ist, dieser monetäre Klimawandel ist nicht vorbei. Die hawkische Wende der Notenbanken ist nicht vorbei. Aktien sind ja eigentlich Liquiditätsassets. Je mehr Liquidität da ist, umso stärker steigen in der Regel die Kurse. Warum? Weil viel Liquidität dann praktisch die vorhandenen Sachwerte, und das sind Aktien ja, jagen. Dementsprechend gehen die Kurse nach oben, wird die Liquidität dagegen verringert. Dann gehen Kurse normalerweise nach unten, weil eben weniger Liquidität bei der normalerweise relativ gleichen Anzahl der Aktien vorhanden ist, und das wirkt sich ungünstig phasenweise auf den Preis aus. Und wann erleben wir eigentlich einen Boden? Wann erleben wir einen Turnaround? Wann ist klar, okay, jetzt haben Aktienmärkte ihren Boden erreicht, es geht nach oben? Nun, wenn die Notenbanken anfangen, die Geldpolitik zu laxer zu machen, um es mal so zu formulieren, also wenn sie die Zinsen senken, wenn sie Quantitative Easing betreiben, also Liquidität ins System schaufeln, könnte man sagen, wenn sie Geld billiger machen. Ist das derzeit der Fall? Nein, wie Sven Hendrik hier zeigt, das ist nicht der Fall, denn die Fed wird weiter die Zinsen anheben. Die Frage jetzt: nur 0,5% im September oder 0,75%? Und 0,5%, das ist ja schon eigentlich ein riesiger Schritt, wenn man das so bezeichnen kann. Das ist das Doppelte der normalen Schrittfunktion eigentlich von Notenbanken, die in der Regel ja um 0,25% anheben. Also es ist nicht so, dass jetzt das Geld billiger wird, sondern es wird teurer. Geld zu leihen wird tendenziell teurer. Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass die Bilanzreduzierung erst so richtig ins Laufen kommt. Die Fed hat ja angefangen mit 47,5 Milliarden Dollar pro Monat und wird dann ab September 95 Milliarden Dollar pro Monat entziehen. Und das ist nach meiner Auffassung jetzt nicht das ideale Setup, dass wir plötzlich einen absoluten Bullenmarkt sehen, der komplett die Wende wirklich einleitet, sondern wann kommt die Wende? Das hat so ein bisschen, hilft da ein Blick vielleicht auf die 1970er Jahre, den Lance Roberts hier geworfen hat. Der Punkt, an dem der Boden erreicht ist, an dem die Kurse steigen, ist dann erreicht, wenn eben die Fed zum Beispiel oder die EZB oder wer auch immer beginnt, die Zinsen zu senken. Dann ist die Frage, warum tut eine Notenbank das? Entweder weil die Inflation deutlich nachlässt oder wahrscheinlicher, weil eben die Wirtschaft deutlich nachlässt. Und dann ist die Frage für die Aktienmärkte: wie stark ist diese Abkühlung der Wirtschaft? Ist es eine Rezession, eine wirkliche Schrumpfung der Wirtschaft? Dann laufen Aktienmärkte schlechter und sind in einem tiefen Bärenmarkt, selbst wenn die Notenbanken die Geldpolitik lockern. Oder ist es so, dass praktisch das nur eine Abkühlung ist, aber grundsätzlich nur das Wachstum sich verlangsamt, aber alles okay ist? Dann ist normalerweise die beste Phase für Aktienmärkte. Das heißt, eine ultra lockere Geldpolitik bei moderatem Wachstum der Wirtschaft, das ist das ideale Umfeld eigentlich für die Aktienmärkte. Also, die Voraussetzungen für einen Bullenmarkt sind aus meiner Sicht nicht gegeben, und das gilt global. Wenn Sie hier mal anschauen, 80% der wichtigen Notenbanken weltweit heben die Zinsen an. Selbst unsere glorreiche EZB hat ja einen großen Zinsschritt gemacht, und die Märkte preisen inzwischen ein, dass die EZB auch im September dann nochmal einen 0,5er-Schritt machen wird. Also selbst die Herrschaften in Frankfurt, die ja so weit hinter der Kurve sind, dass man es kaum mehr beschreiben kann, die sind jetzt doch ziemlich im Bremsmodus. Ist das ein Umfeld für massiv steigende Aktienmärkte? Aus meiner Sicht nein, aber vielleicht sehe ich es ja auch falsch. Ne? Das ist, vielleicht bin ich einfach zu doof. Ja? Das ist natürlich durchaus möglich, meine Damen und Herren. Zumindest gibt es jemand, der es ähnlich sieht wie ich, nämlich Mohammed El-Erian, der ehemalige
PIMCO-Chef, jetzt Allianz-Berater, der sagt, the Fed is not going to slow down in any significant manner. Also wird nicht wirklich bedeutsam auf ihre Vorhaben zurückstellen, doch deutlich zu bremsen. Ob jetzt 0,5 oder 0,75 die Anhebung im September macht wahrscheinlich so nicht so einen richtig großen Unterschied. Aber aus Sicht der Fed gibt es mehrere Gründe, dass sie weiter auf Kurs bleibt. Und einige Fed-Mitglieder haben sich dementsprechend ja schon geäußert. Der erste ist, die Fed hat gesehen, dass eigentlich die Konjunkturdaten, naja, jetzt nicht so schlimm waren in letzter Zeit. Vor allem die US-Arbeitsmarktdaten waren ja zumindest in der Headline deutlich besser. Und dann sehen wir derzeit ja, dass die Aktienmärkte massiv steigen, weil die sagen, lass doch die Fed ein bisschen reden, sie werden eh bald das Gegenteil tun müssen von dem, was sie sagen, so etwa Jim Paulson, der bekannte Investor, wenn man so will, von Leuthold. Der sagt, do you want to miss an easing cycle? Also der ist schon dabei, dass praktisch die Fed die Zinsen senkt. Aber soweit ich weiß, passiert das noch nicht. Und der sagt, es ist völlig egal, was die Fed-Offiziellen sagen. Sie waren hinter der Kurve und sind weiterhin hinter der Kurve und haben nicht begriffen, dass die Inflation wirklich deutlich nachlässt. Ist das so? Ist das wirklich so, dass die Inflation deutlich nachlässt? Wollen wir uns gleich anschauen. Aber es ist natürlich ein Zeichen, dass die Fed ein Stück weit ihre Autorität, wie viele andere Notenbanken auch, ihre Autorität, ihre Glaubwürdigkeit verspielt hat. Wenn ein berühmter Investor so etwas sagen kann, ja, die können sagen, was sie wollen, ich glaube es eh nicht, die sind völlig hinter der Kurve, dann zeigt das einen gewissen Vertrauensverlust, einen Glaubwürdigkeitsverlust, der hier um sich gegriffen hat. Und hier sehen wir mal, warum die Fed nicht so schnell umsteuert. Hier haben wir einerseits mal die sogenannte Flexible CPI und die Sticky CPI, also die Komponenten, die volatiler sind, die sich sehr schnell verändern, zum Beispiel Energie, und wegen Energie vor allem waren ja die Inflationsdaten, Verbraucherpreisdaten gestern niedriger. Und es gibt die sogenannte Sticky CPI, dazu gehören etwa Mieten. Und da sehen wir, da geht es ungebrochen nach oben und das wird sich die Fed sehr, sehr genau anschauen. Die guckt auf die dauerhaften Faktoren, auf die strukturellen Faktoren. Auch das haben mehrere Fed-Mitglieder relativ deutlich gesagt. Dementsprechend nehme ich an, gehe ich davon aus, dass die Märkte, wenn sie jetzt schon von einem Easing-Cycle träumen, also von einem Auflockerungszyklus der Geldpolitik, dann sind sie weit vor der Kurve, sind schlichtweg viel zu früh dran. Der wird irgendwann kommen, aber eben jetzt noch nicht. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Die Fed Fund Futures übrigens gehen davon aus, dass die Fed beginnt im Mai 2023, also um und bei in einem Dreivierteljahr, die Zinsen dann schon wieder zu senken. Wir werden sehen, ob es so kommt. Jedenfalls sehen wir, dass das Sentiment jetzt an den Märkten deutlich optimistischer geworden ist inzwischen. Hier oben sehen wir mal die Umfrage unter US-Privatinvestoren. Nach wie vor keine Euphorie erkennbar. 32% Bullen, 31% neutral, 36% Bären. Aber wenn wir das mal vergleichen mit den Werten davor, vor allem noch aus dem Juni, da war ja absolute Katastrophenstimmung. Wir sehen aus den Zahlen NAAIM, das sind die amerikanischen Vermögensverwalter, dass die Exposure, das ist praktisch das Geld, was hier in Aktien gesteckt wird, jetzt doch deutlich wieder mehr geworden ist. Also man gewinnt ein gewisses Zutrauen, aber das Allerauffälligste sind hier die sogenannten Advisory Services Sentiments, also praktisch Börsenbriefe und so weiter und so fort. Hier sehen wir, dass jetzt plötzlich die Stimmung da doch ein bisschen gekippt ist. Wir sehen, dass der Spread jetzt wieder deutlich zugunsten der Bullen ausgeschlagen ist. Also die Stimmung hat sich hier deutlich verbessert und dürfte sich jetzt aufgrund der gestrigen Inflationsdaten nochmal deutlich verbessert haben, durch die Rallye, die dann folgte, nochmal deutlich verbessert haben. Und heute hatten wir dazu noch die US-Erzeugerpreise, auch niedriger als erwartet, sogar zum Vormonat um 0,5% gefallen. Das ist der größte Rückgang seit Anfang 2020, also seit der Corona-Krise. Und da gab es dann gleich den nächsten Schub an den Märkten. Aber beim zweiten Hinsehen muss man vielleicht die Frage stellen, naja, warum ist jetzt die Inflation eigentlich runtergekommen? Warum fallen die Erzeugerpreise? Ist das nicht vielleicht, weil die Wirtschaft so deutlich abkühlt? Ist das nicht sogar eher ein Warnsignal, das da erkennbar wird? Wir sehen ja, dass immer bei extrem hoher Inflation dann der Fall der Inflation meistens deswegen passiert, weil eine Rezession kommt. Die Konsumenten können sich diese hohen Preise nicht mehr leisten, konsumieren weniger.
die Kosten für Unternehmen steigen etc. etc. Sie kennen diesen Sermon von mir. Und wenn wir uns hier mal den sogenannten G5-Kreditimpuls anschauen, also praktisch die Versorgung mit Liquidität für Firmen und Märkte, dann sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sowohl die Inflation als eben auch die Wirtschaft abkühlen werden, beides zugleich wahrscheinlich. Die Inflation fällt, weil die Wirtschaft sich deutlich abkühlt. Und jetzt ist nur die Frage, wie deutlich wird sie sich abkühlen. Das wird über das Schicksal der Aktienmärkte entscheiden. Wenn es eine scharfe Abkühlung ist, die in eine Rezession führt, dann wird es schlecht für die Aktienmärkte sein, wenn es wie gesagt so ist, dass wir nun eine Abkühlung haben, aber noch ein moderates Wachstum der Wirtschaft der Fall ist, dann wäre das sogar ein Idealszenario. Aber schauen wir uns mal die Weltwirtschaft an, etwa die OECD Area, dann sehen wir hier Growth Losing Momentum. Das sehen wir auch in China, das sehen wir in der Eurozone, das sehen wir in den Vereinigten Staaten. Also wir sehen praktisch auf der ganzen Welt eine deutliche Abkühlung, die hier der Fall ist, trotz der US-Arbeitsmarktdaten, die ja erstmal hübsch zu sein schienen, nachdem vor allem allerdings erstens zwei Jobs geschaffen wurden, weil die Leute eben aufgrund der gestiegenen Preise versuchen, ihren Lebensstandard zu halten und noch einen weiteren Job annehmen. Erstens und zweitens sehen wir, dass auch die Privatwirtschaft relativ wenig Stellen geschaffen hat, sondern viel staatliche Stellen hinzugekommen sind. Und jetzt sehen wir, dass die heute veröffentlichten Initial Jobless Claims, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, immer weiter und konstant steigen. Jetzt sind wir schon so hoch wie seit dem November nicht mehr. Wir sehen also am Arbeitsmarkt, der ja ein nachlaufender Indikator ist, dass die Dinge sich hier schon ein bisschen verändern. Und wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, meine Damen und Herren, dann sehen wir, dass heute die Renditen weiter steigen. Seltsam eigentlich, wenn die Inflation doch nach unten geht, was die Aktienmärkte zu einer Party veranlasst. Warum steigen die Anleiherenditen? Würde auch nicht zu einer Rezession wirklich passen. Da fallen normalerweise die Anleiherenditen. Jetzt haben wir 7 Gaps nach oben beim S&P 500. Das sieht schon so ein bisschen aus wie ein Schweizer Käse, sagt Sven Henrik. Und Stalingrad & Pursky sagt, ja, die Aktienmärkte sagen zur Fed, deine Zinsanhebungen sind vorbei. Die Rate Cuts beginnen schon, also die Zinssenkungen beginnen schon, aber nach meiner Auffassung ist das eben schlichtweg zu früh, ist man da zu weit entfernt. Und noch ein Blick, wenn wir hier sehen, die US-Indizes ja alle grün, vor allem nach Handelsbeginn oder nach den US-Erzeugerpreisen, nochmal ein Schub nach oben. Aber was interessant ist, der VIX, die Vola, ist 3% im Plus dennoch, also ein etwas widersprüchliches Signal. Auf der einen Seite waren die Aktienmärkte sehr gut gelaunt, gerade nach den Erzeugerpreisen, machen weiter Party, aber die Anleiherenditen steigen, der VIX steigt, passt irgendwie nicht zusammen, ist irgendwie etwas seltsam. Und was wir jetzt auch im Optionsbereich sehen, der ja für die Aktienmärkte auch immer wichtiger wird, ist, dass wir im Bereich von 4.250 Punkten im S&P 500 große Volumina an Puts hier sehen, die neu erworben wurden. Da sind also Leute dabei, die offenkundig sagen, boah, könnte jetzt aber auch schon gut sein. Wir sind ja knapp über die 4.250er Marke heute gestiegen und Spot Gamma weist darauf hin, mit die besten Experten im Optionsbereich, by the way, dass wir noch bei Überwindung von 4.150 Punkten und bei 4.200 Punkten überwiegend Calls gesehen haben, die da eingegangen wurden, gekauft wurden, jetzt dagegen Puts. Das heißt, man spekuliert also, dass jetzt die Sache ein bisschen schwieriger wird, will vielleicht auch nur ein bestehendes Long-Portfolio absichern, aber ist zumindest auffällig hier das andere Verhalten. Ein entscheidender Punkt, der jetzt wichtig wird für die Aktienmärkte insgesamt, für das Klima an den Märkten insgesamt, ist der US-Dollar. Ist da ein Trend-Change passiert, also ein Trendwechsel passiert, nachdem die Inflation ja niedriger ist, wurde der Dollar gestern abverkauft. Heute ist da praktisch, naja, mehr oder weniger erstmal rauf, dann runter und so weiter und so fort. Also das wird eine wichtige Komponente sein. Hier, wenn wir jetzt mal in Richtung Europa kommen, hier Ukraine, Saporischschja, das größte Atomkraftwerk Europas, das ja von den Russen besetzt ist. Ukrainische Mitarbeiter halten das Ding weiter am Laufen, aber die Russen haben die Kontrolle darüber. Die Frage ist, wer schießt da, was passiert da? Jedenfalls sieht man in der Umgebung von Saporischschja ziemlich heftige Rauchwolken. Also die Gefahr ist da, dass dieses Atomkraftwerk absichtlich oder unabsichtlich beschossen wird, von wem auch immer.
Und jetzt hat die UNSC eine Emerging Meeting einberufen, um eben hier zu warnen und sich vorzubereiten, falls da etwas schief gehen sollte. Und wenn wir jetzt hier nach Zentraleuropa kommen, etwa nach Frankreich, dann sehen wir ein neues Allzeithoch bei den Strompreisen in Frankreich. Über 600 Euro pro Megawattstunde. Wir waren so durchschnittlich in den letzten Jahren eigentlich so 40 bis 60 Euro, also mal eine lockere Verzehnfachung. Und das, obwohl die Franzosen ja Atomkraftwerke haben, aber die laufen teilweise nicht. Unter anderem, weil eben die Wartung in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, weil vor allem die Hitze so groß ist, die Kühlung nicht richtig funktioniert durch Flüsse. Und auch in Deutschland neues Allzeithoch bei den Strompreisen, 450 Euro die Megawattstunde. RWE hat heute übrigens gesagt, naja, wir wollen die Gasumlage nicht in Anspruch nehmen. Man wird das also nicht an die Endkunden weitergeben. Ich vermute, das ist so ein bisschen ein Schachzug, in dem man sagt, naja, wir sehen ja zum Beispiel, dass es in anderen Ländern irgendwie so eine Art Sondergewinnsteuer gibt, gerade auf Energiekonzerne, die teilweise ja sehr, sehr gutes Geld verdienen, und RWE hat gutes Geld verdient, ist, dass man sozusagen da so ein bisschen mal in Vorleistung geht, damit man das irgendwie verhindern kann. Und unser noch glorreicherer Kanzler Scholz hat heute gesagt, also wir werden nicht nur keinen Volksaufstand im Winter sehen, weil die Gasspeicher gut gefüllt sind, sondern wir sind bereit, hat er indirekt, aber relativ klar formuliert, jeden Preis zu zahlen, um Flüssiggas zu bekommen. Und jetzt ist ja Deutschland, ist Europa insgesamt ja in Konkurrenz mit anderen Ländern, Pakistan, asiatische Länder, andere asiatische Länder, um eben dieses Flüssiggas. Und das treibt natürlich die Preise nach oben. Wenn der deutsche Bundeskanzler sagt, ja, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, dann steigen auch die Preise eben latent. Also hat es Scholz so ein Stück weit vermasselt. Und das ist auch einer der Gründe, warum Strom- und Gaspreise deutlich ansteigen. Hier dazu ein sehr interessanter Artikel mit den Hintergründen und dann eben auch noch ein zweiter Artikel über Peak Inflation. Aber dennoch weiter hohe Preise. Die Preise bleiben hoch. Damit bleibt die Not der Leute groß. Damit bleibt die Handlungsnotwendigkeit für die Notenbanken groß. Und das führt uns da wieder zurück zu diesem Thema Bärenmarkt oder neuer Bullenmarkt. Ich bin ganz klar auf dieser einen Seite. Vielleicht habe ich Unrecht. Die Zeit wird es zeigen. Ich wünsche jedenfalls Ihnen das Allerbeste und sage Servus und Ciao.